In diesem Video wollen wir in das Thema Aufbau von Atomen einsteigen und dabei einige Begriffe kennenlernen. Atome, von griechisch Atomos zu deutsch unteilbar, sind Bausteine, aus denen chemische Substanzen bestehen. Ein Atom ist die kleinste Einheit eines chemischen Elements, die all seine chemischen Eigenschaften besitzt. Atome selbst bestehen aus einem positiv geladenen Atomkern, der von einem elektrisch negativ geladenen Atomhülle umgeben ist. Der Atomkern wiederum selbst besteht aus positiv geladenen Protonen, Singular ein Proton, und neutral geladenen Neutronen, Singular ein Neutron. Als Beispiel schauen wir uns ein Kohlenstoffatom an und die Skizze, die wir dazu anfertigen, ist alles andere als maßstabsgetreu. Mithilfe von gefüllten Kreisen werden wir Protonen darstellen, leere Kreise sind Neutronen, Kreise mit einem Minus drin sollen Elektronen darstellen und gestrichelte Linien sind die Elektronenbahnen. Ein handelsüblicher Kohlenstoffatom hat 6 Protonen, 6 Neutronen und 6 Elektronen. Hier sehen wir also den Atomkern aus 6 Neutronen und 6 Protonen und der Atomkern wird von 6 Elektronen umkreist. Jetzt wiederholen wir ein paar Begriffe aus dem Chemieunterricht. Für die chemischen Eigenschaften eines Atoms ist im Wesentlichen die Elektronenhülle verantwortlich. In der Chemie wird daher meistens das Periodensystem der Elemente verwendet, in dem die chemischen Elemente nach der Zusammensetzung ihrer Elektronenhülle sortiert sind. Ich zeichne einen sehr kleinen Ausschnitt aus dem Periodensystem. Und nun erinnern wir uns daran, wofür die ganzen Zahlen und Symbole in dem Periodensystem stehen. Die Zahl in der linken oberen Ecke ist die sogenannte Ordnungszahl. Diese Zahl sagt an, wie viele Protonen bzw. wie viele Elektronen ein Atom besitzt. Die Zahl in der rechten oberen Ecke ist die Atommasse. Die Atommasse wird im μ gemessen. Ein μ ist 1/12 der Masse eines Kohlenstoffatoms. Dann kommt noch das Symbol eines Elements und üblicherweise auch der Name. Die Nummerierung der Spalten ist die sogenannte Periode. Darin erfahren wir, wie viele Elektronenschalen ein Atom besitzt. Die Nummer der Spalte nennt die Gruppe und mit der Gruppe ist gemeint, wie viele Elektronen sich in der äußersten Schale befinden. Uns werden demnächst radioaktive Eigenschaften von Atomen interessieren, dabei spielt die Zusammensetzung des Atomkerns eine Rolle. Wir werden deshalb eine andere Sortierung verwenden als im Chemieunterricht. Wir werden die sogenannte Nuklidkarte verwenden. Nun kommen wir zu dem Begriff eines Nuklids. Ein Nuklid ist ein durch eine bestimmte Ordnungszahl und Massenzahl gekennzeichnetes Atom. Dieser Satz klingt erstmal ziemlich kompliziert, gemeint ist aber eigentlich etwas total Einfaches. Wenn wir jetzt ein Element mit dem Symbol E haben, dann gibst du diesem Element 2 Zahlen. Dabei ist das Symbol das gleiche wie in dem Periodensystem der Elemente. Die Zahl unten ist die sogenannte Ordnungszahl und das ist die gleiche Zahl wie in dem Periodensystem. Üblicherweise wird die Ordnungszahl mit dem Buchstaben Z abgekürzt. Die Zahl oben ist die Massenzahl. Die Massenzahl hat zwar etwas mit der Atommasse zu tun, aber es ist nicht die Atommasse. Die Massenzahl A gibt an, wie viele Nukleonen sich in dem Atomkern befinden und mit dem Wort Nukleon sind Protonen und Neutronen gemeinsam gemeint. Die Anzahl der Protonen im Kern wird von der Ordnungszahl Z angegeben. Zieht man also von der Massenzahl die Ordnungszahl ab, so kann man die Anzahl der Neutronen bestimmen.
Die Anzahl der Neutronen wird üblicherweise mit dem Buchstaben n bezeichnet. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Wir werden eine Tabelle anfertigen, in der wir die Massenzahl a, die Ordnungszahl z und die Neutronenzahl n hineinschreiben werden und aus diesen Zahlen eine Skizze des Atomkerns fertigen werden. Ich werde gleich das Wort Isotope verwenden. Falls der Begriff Isotop nicht aus dem Chemieunterricht bekannt ist, mit Isotopen sind Atome mit gleichen chemischen Eigenschaften gemeint, die aber unterschiedliche Massen haben. Ich gehe davon aus, dass aus dem Beispiel auch deutlich wird, was mit einem Isotop gemeint ist. Wir fangen mit dem häufigsten Element im Universum an, mit dem Wasserstoff 1. Wir haben eine Massenzahl von 1 und eine Ordnungszahl von 1. Das bedeutet, in dem Kern gibt es ein Nukleon, davon ist ein Proton da und damit gibt es keine Neutronen in diesem Kern. Der Kern eines Wasserstoff-1-Atoms besteht also nur aus einem einzigen Proton. Wasserstoff 2 hat dagegen die Massenzahl 2 und die Ordnungszahl 1. Damit gibt es in dem Atomkern auch ein Neutron und der Kern eines Wasserstoff-2-Atoms sieht dann so aus. Eine weitere Wasserstoffsorte ist der Wasserstoff 3. Wasserstoff 3 hat 3 Nukleone, das bedeutet, die Massenzahl ist 3. An der Ordnungszahl können wir ablesen, dass der Wasserstoff 3 einen Proton hat und damit 2 Neutronen. Der Kern eines Wasserstoff-3-Atoms sieht dann so aus. Aus chemischer Sicht verhalten sich Wasserstoff 1, Wasserstoff 2 und Wasserstoff 3 gleich. Die Massen sind aber vollkommen unterschiedlich. Wasserstoff 3 hat eine dreimal so große Masse wie Wasserstoff 1. Aus diesem Grund sprechen wir von Wasserstoffisotopen. Nun schauen wir uns Heliumisotope an und fangen mit dem Helium 3. Helium 3 hat eine Massenzahl 3, Ordnungszahl 2 und Neutronenzahl 1. Damit besteht der Kern von Helium 3 aus 2 Protonen und einem Neutron. Das häufigste Heliumisotop ist Helium 4. Helium 4 hat 4 Nukleonen, 2 Protonen und 2 Neutronen. Den Kern von Helium 4 könnten wir uns so vorstellen. Dann schauen wir uns noch Helium 5 an. Helium 5 hat 5 Nukleonen, 2 Protonen und 3 Neutronen. Den Kern können wir uns dann so vorstellen. Die 3 Nukleone gehören zu Heliumisotopen. An dieser Stelle möchte ich noch anmerken, dass das längst nicht alle sind. Nun kommen wir zu einem sehr wichtigen Stoff, zu dem Kohlenstoff. Das ist der Stoff, aus dem das Leben gebaut ist. Kohlenstoff 12 hat 12 Nukleonen, 6 Protonen und 6 Neutronen. Den Kern von Kohlenstoff 12 könnte man sich so vorstellen. Neben Kohlenstoff 12 gibt es auch Kohlenstoff 14. Kohlenstoff 14 wird uns immer wieder im Unterricht begegnen. Der Grund sind seine radioaktiven Eigenschaften. Kohlenstoff 14 hat 14 Nukleonen, 6 Protonen und 8 Neutronen. Entsprechend habe ich den Kern auch so gezeichnet. Kohlenstoff 12 und Kohlenstoff 14 gehören also zu den Kohlenstoffisotopen. Als letztes schauen wir uns Uran-238 an. Uran-238 hat 238 Nukleonen, davon sind 92 Protonen und die Anzahl der Neutronen liegt bei 146. Hier sehen wir auch, wie unterschiedlich groß Nuklide sein können. Ein Uran-Nuklid ist 238 mal so groß wie ein Wasserstoff-1-Nuklid. Und keine Angst, an dieser Stelle ist es mir auch zu aufwendig, den Atomkern von Uran-238 zu zeichnen. Uran-238 ist nebenbei ein Uranisotop und von Uranisotopen gibt es ganz, ganz, ganz viele. Zum Schluss kommen wir zu der Nuklidkarte.
Hier werden die Nuklide in einem Koordinatensystem sortiert. Auf die waagerechte Achse wird die Anzahl der Neutronen notiert. Auf die senkrechte Achse notieren wir die Anzahl der Protonen. Wir sehen hier einen sehr, sehr kleinen Abschnitt der Nuklidkarte. Die Größenordnung der Neutronen geht in 200er Bereich und die Protonenanzahl bis ungefähr 120. Selbst habe ich auch keine Nuklidkarte gesehen, die in ausgedruckter Form alle Nuklide beinhaltet. Wenn man sie alle auf einmal sehen möchte, braucht man doch eine digitale Fassung der Nuklidkarte. Und dann noch eine wichtige Anmerkung. Wie schon gesagt, in den Zeilen können wir auch die Isotope eines bestimmten Elements sehen. Nun kommen wir zu ein paar Aufgaben. Ihr sollt die Atomkerne folgender Nuklide zeichnen, und zwar einmal von dem Sauerstoff 16, Lithium 7, Stickstoff 14 und Stickstoff 15.